Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Psalm 40, Vers 1 lesen wir Folgendes. Voll Zuversicht hoffte ich auf den Herrn, und er wandte sich mir zu und hörte meinen Hilfeschrei. König David hat das geschrieben, und das gilt auch heute noch. Wir haben einen Gott, der sich nie verändert. Voll Zuversicht dürfen wir hoffen. Und wir haben heute wieder Hoffnung um 12 für dich. Gott, mein Vater. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de im Chat oder heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Gott, mein Vater. Mein Gott ist der einzige Gott, zu dem wir Vater sagen dürfen. Ist das nicht wunderbar? Es gibt so viele Götter, die wollen verehrt werden, aber keiner ist mein Vater. Ist das nicht wunderbar? Ein echter Vater. So viele Menschen auf dieser Erde hatten keinen oder haben keinen echten Vater, sind enttäuscht, sind missbraucht worden von dem Vater, haben das falsche Vaterbild, was sie oftmals auch auf Gott projizieren. Ich sag dir, Gott ist ein echter Vater. Und diesem Vater kannst du alles sagen. Wir alle brauchen jemanden, wo wir alles sagen können. Und wir brauchen nicht immer gleich eine Antwort, aber wir brauchen jemanden, wo wir alles sagen können. Er ist dein Vater. Er ist nicht nur Gott, sondern dein Vater, der hört. Er ist aber auch dein Vater, der redet. Wir dürfen lernen zu hören. Ist das nicht wunderbar? Du darfst zu deinem Gott, zu meinem Gott, Vater sagen. Vater in dem Himmel, ich danke dir dafür, dass wir Vater zu dir sagen dürfen, dass du ein echter Vater bist, wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns auch wirklich vorbildlich versorgst, Herr, auch wenn wir manchmal es nicht verstehen, wie und was. Aber danke, dass wir uns zu dir wenden dürfen und du uns grenzenlos liebst. Ich danke dir dafür, dass du uns das ermöglicht hast durch Jesus Christus. Amen. Amen. Und wir möchten auch nachher hören, was Gott getan hat. Aber zuvor wollen wir beten. Und ein Mann schreibt uns für seine Frau, die unter Long-Covid leidet. Liebe Glaubensgeschwister, meine Frau hat belastende Long-Covid-Symptome wie trockenen Reizhusten und unangenehme Trockenheit im Mund-Rachenraum, verbunden mit Schlafproblemen. Wir bitten um unterstützendes Gebet zur schnellen Heilung. Herzlichen Dank. Und Jesus, wir danken dir, dass du all die Menschen kennst, die unter Long-Covid leiden. Egal an was sie leiden, egal was es für Symptome sind, aber du bist der Herr, der heilt. Und wir danken dir, dass du diese Menschen berührst, die unter diesem Long-Covid leiden. Danke, Jesus. Danke, dass du der Herr bist und dass deine Heilungskraft stärker ist als jede Long-Covid-Symptome. Danke, Jesus, dass du aber auch diese Frau hier kennst, wo der Mann geschrieben hat mit diesem trockenen Mund, und wir danken dir, dass das wieder in Ordnung kommt, dass dieser Mund wieder einen normalen Speichelfluss bekommt und dass dieser Reizhusten verschwindet, dass diese Trockenheit verschwindet. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der auch das wieder in Ordnung bringt. Wir danken dir auch, dass diese Schlafprobleme aufhören und dass du diese Person wirklich in eine wunderbare Ruhe hineinbringst, in eine Ruhe, dass sie schlafen kann, dass diese Aufregung oder was immer da auch an Sorgen und Nöten sich abspielt, dass das aufhört und dass Ruhe hineinkommt und Frieden. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Mann bittet für seine Schwester um Gebet. Meine Schwester ist alleinerziehend und überfordert. Sie bekommt immer wieder herbes Bläschen am Mund und ist beruflich ständig unter Druck. Bitte beten Sie um Heilung für meine Schwester und dass sich ihr 10-jähriger Sohn gut entwickelt. Jesus, wir danken dir auch für diese Frau, für diese Schwester, dass du sie kennst und dass du um ihre Sorgen und Nöte weißt. Danke, Jesus, dass dieser Virus auch entmachtet ist durch dein Blut und dass diese Herpesviren verschwinden und dass es aufhört mit diesen Bläschen, mit diesem Herpesbläschen. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der heilt, und wir rufen Gesundheit aus über ihrem Leib und wir rufen auch neue Kraft in ihren Leib hinein, dass sie
nicht immer so unter Druck stellt, sondern dass sie, dass Gelassenheit kommt, dass Frieden kommt, dass Vertrauen kommt. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der auch da eine Wendung schafft. Und auch ihren Sohn legen wir in deine Hände. Danke, Jesus, dass er sich gut entwickelt, dass er wirklich ja auch zu dir kommt, dass er wirklich auch dich erkennt. Und ich danke dir, dass du mit ihm bist, dass du ihn führst und leitest und dass die ganze Familie gesegnet ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreibt uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Und die Infos sind eingeblendet. Und diese Frau, diese nächste Frau bittet für ihre Schwägerin und glaubt an ein Wunder. Sie schreibt Folgendes. Hallo, meine Schwägerin hat Krebs. Die Ärzte können ihr nicht mehr helfen. Der Krebs ist aggressiv und wächst sehr schnell. Er sitzt im Ischiasnerv und blockiert das ganze linke Bein. Wir glauben, dass Jesus alles vollbracht hat. Seine Heilung gehört ihr. Sie ist auch Christ. Könnt ihr mit uns beten, dass wir das Wunder der Heilung sehen werden? Vielen lieben Dank. Ja, das wollen wir tun. Herr, ich danke dir dafür, Herr, für diesen Glauben an das Wunder der Heilung. Und ich danke dir dafür, Herr, dass das alles verschwinden muss, Herr, in Jesu Namen. Dieser Krebs aus diesem Ischiasnerv oder wo der sitzt, Herr, verschwinden muss in Jesu Namen. Ich danke dir dafür, dass du Großes tust, dass du dieses Wunder tust, wo wir uns darauf freuen. Danke, Herr. Amen. Amen. Und auch diese Frau hat einen Tumor und bittet um Gebet. Auch sie glaubt, dass Gott Wunder tut und schreibt, liebes Gebetsteam, lieber Daniel und Isolde, bitte betet, dass mein Tumor schrumpft. Er kann nicht operiert werden, weil sonst die Scheide, Harnröhre und Blase entfernt werden müsste. Demnächst werde ich Strahlentherapie mit Chemo bekommen. Bitte betet für mich, dass alles gut wird und der Tumor schrumpft und mit Gottes Hilfe ganz verschwindet. Ich glaube und vertraue darauf, dass Gott auch heute noch Wunder tut und dass ich durch Jesu Wunden Heilung empfange. Danke für eure Gebetsunterstützung. Ja, was es nicht alles gibt, solche Unmöglichkeiten, die aber bei Gott möglich sind. Dass Gott Wunder tut, das glauben wir. Und Herr, du siehst jetzt hier auch, Herr, diese große Not, Herr. Herr, auch diese, ja, das Unmögliche in dem Ganzen. Und ich danke dir dafür, dass auch hier der Tumor verschwinden muss in Jesu Namen. Alles, was es irgendwo verursacht, was es irgendwo, Herr, ja, dass es einfach verschwinden muss, in Jesu Namen. Danke, Herr, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, auch für jede Krankheit. Danke. Amen. Amen. Und Gott erhört Gebet. Das haben wir schon so oft erlebt. Und Menschen schreiben es uns auch. Und da schreibt jemand, Gott hat eingegriffen nach einem Gebet, als wir in Glauchau waren. Sie haben vor dem Gottesdienst in Glauchau für mich gebetet, wegen meiner Blase, den ständigen Schmerzen, das Kältegefühl sowie der Schwäche. Schon während des Gottesdienstes hatte ich einen Moment den Eindruck, als ob mich neue Kraft durchfließen würde. Etliche Tage später bemerkte ich, dass ich keine Probleme mehr hatte. Seit über 3 Monaten hat dieser Zustand angehalten und ich fühle mich wieder wohl und gesund. Darüber bin ich sehr, sehr froh und dankbar. Ich konnte meiner Ärztin darüber Zeugnis geben. Sie bestätigte, Gebet, Demut und Dankbarkeit, das ist das Wichtige. Herzlichen Dank nochmals für Ihr Gebet und Ihren Dienst. Wie schön, wenn man auch Zeugnis geben kann, was Gott an einem getan hat. Nach Problemen in der Schwangerschaft und das Kind wird gesund geboren. Bei unserer Tochter gab es Probleme in der Schwangerschaft. Die Ärzte meinen, das Kind wird nicht richtig versorgt. Wir wussten nicht mehr weiter. Wir baten euch um Gebetsunterstützung. Gott sei Dank, unser Mädchen ist geboren. Etwas kleiner als die Norm, aber gesund. Alle Ehre unserem Herrn Jesus. Ja, was für eine Freude. Wunderbar hat diese Frau Gott erlebt. Sie berichtet Folgendes. Vor circa 3 Wochen sandte ich euch ein Gebetsanliegen. Ein Verwandter bekam eine sehr schwere Diagnose mit vermutlich Chemo oder Bestrahlung. Viele beteten für ihn.
Nun erfuhr ich, dass die schlimme Diagnose nicht mehr stehen würde. Er solle in 3 Monaten zu einer Kontrolle kommen. Keine Therapie mehr nötig. Danke Gott und euch für euer Gebet. Und im März 2020 hatte ich, Corona-bedingt, meine Stelle verloren. Nun konnte ich im Spätsommer eine Stelle in Teilzeit starten, wie ich es mir gewünscht habe. Und ich hatte eine sehr schwierige Wohnungssituation. Daraufhin entschloss ich mich, in die ehemalige Wohnung meines Vaters zu ziehen und die alte Wohnung aufzugeben. Jetzt lebe ich in einer viel sichereren, guten, fast neuwertigen Wohnung und bin sehr dankbar. Vielen Dank für eure Gebete und Ermutigungen in dieser Zeit. Gott öffnet immer wieder Türen und schenkt Lösungen, auch wenn manche Durststrecken lange sein können. Ja, Gott öffnet Türen und er hilft uns aus jeder Durststrecke auch wieder heraus. Ja, Durststrecke, ich denke, da kann jeder was mit anfangen. Da stecken wir manchmal drin und möchten, dass es wirklich geschieht. Und wenn es dann geschehen ist, dann sollen wir auch Zeugnis geben. Möchtest du ein Zeugnis geben und sagen, ja, ich habe die Durststrecke hinter mir, ich habe dies oder jenes erlebt, wir würden es gerne hier vorlesen. Ich sag dir, nimm dir vor in diesem Jahr, ein Jahr wieder der guten Vorsätze, die nicht nach einer Woche wieder verschwinden sollen. Nimm dir jeden Tag vor, mit deinem himmlischen Vater ein Erlebnis zu haben, ein Vatererlebnis. Nimm dir es vor, sieh die vielen Erlebnisse, erkenne sie, wo der liebende Vater für dich da ist. Habe jeden Tag in diesem Jahr ein wunderbares Vatererlebnis. Du darfst uns gerne dein Anliegen schicken oder auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Ja, natürlich ist unser neues Magazin erschienen, das Januar-Magazin, wenn du es noch nicht hast. Wir wollen es dir gerne kostenlos zusenden. Abonniere es auf unserer Webseite. Schön, dass du heute wieder dabei warst und wir verabschieden uns und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.